Hallo und herzlich willkommen zurück bei Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. In der letzten Folge sind wir doch mal erwischt worden von den Soldaten, haben aber dann kurz darauf das Metal Gear Mark II getroffen. Oracle hat uns mit ein paar neuen Sachen ausgestattet. Und dann noch den Sourdough. Tja, und jetzt müssen wir weiter in diese Richtung hier. Zum Glück ist das kein Kriegsgebiet, ne? Hell. Ah, ja. An die Viecher erinnere ich mich noch. Finde ich auch gut, dass man sich hier so übelst flexibel bewegen kann. Wow. Irgendwie konnte man doch... sich seitwärts beim Zielen bewegen, das weiß ich. Ich dachte, man könnte sich auch irgendwie rollen. Genau. Okay, gut. So, wir werden aber erstmal das ganze Zeug hier aufheben. Das ist noch Munition für unsere AK. Ja, wir sehen dort hinten. Da haben wir welche mit roten Namen. Das heißt Feinde. Wenn wir den anderen, deren Feind nämlich helfen, ihn hier auszuschalten, sehen die uns als Freund an. Okay. Was da jetzt so. Wow. Ja, was da jetzt so rot rumliegt bei denen manchmal, wenn die fallen, sind ihre Waffen, die wir ja noch nicht benutzen können. Wir können allerdings die Munition, die da drin ist, mitnehmen. Die Gegenseite von denen hier, die kriegt das sehr wohl mit, wenn die fallen. Ist jetzt erstmal egal, ob der uns gesehen hat. Wir müssen ein bisschen mit unserer Munition haushalten. Vielleicht wäre es besser, das AK zu nehmen, auch wenn das laut ist. Ey, reiß dich mal zusammen, Kumpel. Okay, wie blöd ist der hier gefallen? Wir sollten versuchen, ein bisschen Unterstützung zu geben. Oh Scheiße. Ja, was macht man mit so einem Teil hier? Kann ja schlecht hier irgendwie reinklettern oder so. Nee, es bringt gar nichts. Alarm ist vorbei. Wir haben irgendwie auch keine Möglichkeit, den irgendwie auszuschalten, den Wagen, oder? Hm.
Ich glaube. Es, was soll's? Haben sie halt verloren den Kampf, mein Lieber. Müssen wir eben doch ein bisschen aufpassen, dass die uns nicht sehen. Wenn wir jetzt hier reingehen. It's pretty dark in there. Switch the solid eye to night vision mode. Miliz, ja. Die sind neutral. Ich weiß jetzt nicht, ob der. Wie der jetzt auf uns reagiert, wenn er uns sieht. Mal sehen. Who's that? Ganz ruhig, Kumpel. Tu dir nichts, okay? Was ist? You again. Go. Danke. Okay. Seht ihr? Einfach nicht so aggressiv sein, dann sind die auch ganz lieb. So, eine Ration. Wenn wir denen natürlich jetzt mehr geholfen hätten, ja. Hätten die uns nicht gleich so angepöbelt. Aber man muss denen ja nicht unbedingt einen Grund liefern, erst sauer zu werden, ne? Okay, Betäubungsmunition. Ich glaube, wir sollten doch mal auf Night Vision umgehen. Ah, hier, alles klar. Einfach nur, um den Weg zu finden. Am Hühner. Das war richtig viele. Noch eine Regain, das ist gut. Hey, they need reinforcements up top. You ready to roll? Yeah, I'm good. Great. Let's go. Right behind you. Zwei Wege. Ich nehme erstmal den hier, weil der hier eine, oh, eine Sackgasse ist, ja. GSR 45er Automatik. Ja. Was haben wir hier noch? So eine Mark 17. Genauso hier. Ja, jede Waffe, die man findet, kann man natürlich auch irgendwann customizen. Mit Schalldämpfern oder irgendwelchen anderen Gedöns. Ja, ich. Who's that? So, jetzt habe ich den unterbrochen. Ja, gut. Hey! What? Don't move! What? Somebody! Give me something to stop the pain! You again! Ja, schön, dass du es mitkriegst. Go! Die sind ja alle kurz vorm Verrecken, meine Güte. Kompresse. Pentazemin. Gegen Angstzustände. Ah ja, wirkt nicht nur beruhigend, sondern auch muskelentspannend und reduziert zitternde Hände. Ja, das kennen wir ja schon. Uiuiui. Kann aber auch nichts tun, um die jetzt zu heilen oder so. Ich könnte sie nur von ihrem Leid erlösen. Da war eine Note. Ah ja, Musik für den iPod. Theme of Tara. Oh! Auch als Theme of Tara bekannter Infiltrationsmusik. Ja, in Metal Gear, dem allerersten, war die zu hören, diese Musik. Ein
Ground Zeroes. Haben sie die, glaube ich, auch nochmal als Kassette irgendwo versteckt, diese Melodie? Oh, da sind wir ja noch lange nicht. Vier hässliche Bastarde. Who's that? Okay, don't move. Wow. Der Flügel zittert ja noch. Ja los, erkenn mich schon, dann kann ich weiter. Wenn ich einfach so an denen vorbeirennen würde und nicht hören würde, was die sagen, dann würden die das Feuer eröffnen. Könnte ich mir gut vorstellen. Okay, haben die hier noch irgendwas rumliegen? Sieht nicht so aus, okay. Karton. Cardboard Box. Aufnehmen und darunter vor Feinden verstecken. Yeah. Natürlich, bevor wir den erstmal anwenden können, müssen wir ihn wieder ausrüsten. Objekte. Okay. Hier haben wir den iPod. Können wir auch während des Spiels einfach so Songs laufen lassen? So, Karton. Regain. Ja gut, brauchen wir jetzt extra noch nicht. Können wir doch da drin lassen. Der Trick wird nie alt. So, Granate. Splittergranate. Die ist auch noch gesperrt. Boah. So, jedes Scheißding ist hier noch gesperrt. Auch Granate. Sicht des Gegners blockieren. Ja. Und Blendgranate, die einen intensiven Lichtstrahl und einen Lärm abgibt, um den Feind vorübergehend zu betäuben. Okay. Phosphorgranate mit starkem Brandeffekt. Ach so, Brandgranaten im Grunde. Okay. Hier haben wir wieder einen Müllcontainer. Igitt. Kletter ich nicht nochmal rein. Nützliche Infos. Okay, ein Waffenlager. Munition kann man nicht genug haben. Ein RPG. Russischer Panzerabwehr-Raketenwerfer. Der ist nicht gesperrt, weil das Teil sowieso schon uralt ist. Gab's schon im Kalten Krieg. Munition dafür. Okay, ist in den Spinden noch was. Oh, AK-102. Was ist das denn? Kleidung?
Militia Mittlerer Osten Deckmantel. Ah ja, um Snake als örtliche Miliz des Mittleren Ostens auszugeben. Damit kann man wieder diesen Mantel anziehen, den wir in der einen Sequenz, glaube ich, verloren haben. Kostüm wechseln. Hier. Ja, schön. So. Machen wir aber nicht. Na, die Weste können wir auch einfärben, wie wir wollen. Ich finde schwarz gut. So. Noch ein Playboy. Alte Schmuddelsoldaten hier. Okay. Who's that? Ganz ruhig, ganz ruhig. You again? Ja. Go. Danke. Okay. Go. Ist ja gut, Mensch. Jetzt nicht nochmal aufgehalten werden, sollen sie einfach vorbeirennen. Haben die mich gerade bemerkt oder was? Guck nicht hier drunter. Und dann geht weiter. Okay. Okay, doch geht's weiter. Was haben wir hier? RPG-Munition, sehr schön. Müsste ich mal nachsehen, wie viel haben wir denn jetzt? 7 Schuss. Ja, ordentlich. Rüste ich allerdings noch nicht aus, weil Gewicht geht auf die Psyche. Einsacken hier. Benzinbombe. Improvisierte Brandgranate. Also Molotow-Cocktail. So ein Scheiß gibt's ja auch noch. Okay, hier treten wir wieder in das nächste Gebiet ein. Ich weiß noch, dass da wieder eine etwas längere Sequenz wartet. Also würde ich sagen, machen wir hier wieder einen Cut. Und in der nächsten Folge gehen wir dort rauf. Also, bis dahin. Tata!